Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Handballhacks. Und die Übung, die ich dir heute zeige, ist so 1:1 ein Video bei mir aus dem Coaching Club. Im Coaching Club gibt es jeden Tag neue Übungen, komplette Trainingseinheiten, Taktiktipps, alles was du als Trainer brauchst, um wirklich ein besserer Trainer zu werden und regelmäßig Fortschritte zu machen. Also, du solltest unbedingt hier auf diesen Link klicken und Mitglied im Coaching Club werden, damit du dort jeden Tag die besten Inhalte bekommst. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Diese Torwartübungen können eure Torhüter ganz alleine machen. Dafür braucht ihr nur ein Tor, eine kleine Turnmatte und 4 Handbälle. Dann habt ihr einen Torwart, der aktiv ist im Tor und der andere, der mit den Bällen hier ist, der quasi wirft. So, wir haben 2x2 Würfe. Die erste Aktion ist, der Torwart tritt hier vom Pfosten raus nach vorne zur Turnmatte und bewegt sich dann immer mit Wechselsprüngen hier von rechts nach links an die Turnmatte. Das heißt, wenn das hier quasi seine Füße sind, startet mit einem Fuß auf der Matte, einem Fuß nicht auf der Matte und wechselt dann immer so die Füße springenderweise, während er sich nach links bewegt. Das heißt, hier springt er dann, tak, 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 tak. Dann kommt er hier zu diesem Pfosten, klatscht diesen Pfosten an und jetzt kommen 2 Bälle. Ja? Ersten Ball hier flach halten, zweiten Ball wieder hier flach halten. Das heißt, wir haben hier die Bewegung, zack, zur Matte, Wechselsprünge, anschlagen, flach halten, dann, also hier, erster Ball, zweiter Ball, dann kommt der Torwart von hier nach hier, springt im Schlusssprung über die Matte drüber und bekommt danach 2 Bälle halbe Höhe, ja, wo er dann hier vorne natürlich schon rausgetreten ist und soll dann hier mit Hand und Fuß halten. Das heißt, der dritte Ball kommt dann halb hoch hier, der vierte Ball kommt halb hoch hier und das sind seine 4 Würfe. Und ja, dann könnt ihr im Training entweder die Torhüter das immer abwechselnd machen oder ein Torwart macht das 3 Runden und dann macht es der andere Torwart und dann halt von beiden Seiten. Ne? Danach dann hier die Wechselsprünge, hier anschlagen, halten, halten, rüberspringen, ersten Ball auf dieser Seite, zweiten Ball auf dieser Seite. Und die Übungen, ja, könnt ihr ganz easy so an eure Torhüter teilen, die könnt ihr ganz alleine machen, während ihr hier mit euren Feldspielern arbeitet.